So, willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier eine lärmige Garage mit der dämlichen Garagenabluft. Ich nehme jetzt Licht und gerade noch das Licht ab. Wenn ich so eine Box verbinden mit dem WLAN, müssen Sie zuerst mal in einen Modus bringen, dass das da so anfängt zu blinken. Also im Normalzustand blinkt das nicht. Und um die überhaupt in den Modus zu versetzen, nehmen Sie da die Bedienung und drücken da oben auf den Knopf, den im Normalfall Klappe vom Tesla auftönt. Etwa 5 Sekunden lang und nachher geht die Box in den Blinkmodus und dann findet ihr sie auch im WLAN rein und könnt dann dort verbinden. Ich zeige das nachher noch schnell unter 192.168.92.1 und dann öffnet sich im Prinzip das Webmenü von der Tesla Box. Da kann man Software Update machen, man kann einstellen, welche Auto überhaupt an der Box laden dürfen und so weiter. Und wenn man fertig ist, wieder in den Normalmodus zu kommen, Knöpfe drücken, Klappe geht auf, einstecken und die Box ist dann eigentlich wieder im Normalmodus.